einer sicher der größten Marktplatzexperten, den wir haben, sagen wir, in Europa. 2012, größter Marktplatzhändler bei eBay Motors. Ich habe rund zwischen 30.000 und 45.000 Transaktionen pro Monat abgewickelt. Guten Morgen. Ja, willkommen zu den Morning News am Montag, die zweite Woche. Hier die Einleitung. Diese Morning News werden ermöglicht und sind gesponsert durch BBG, Berlin Brands Group, einer der führenden Aufkäufer von Amazon Brands und D2C-Marken. Ja, kommen wir auch direkt zu einem Fun Fact beziehungsweise zu einer ganz interessanten Geschichte. Wenn ihr euch einmal die BBG-Produkte anguckt, zum Beispiel hinter mir, ihr seht es vielleicht, ein Hundebett, und dann stellt ihr fest, Mensch, da ist ja ein Loch drin. Ersatzteile für eure Produkte sind immanent und wichtig, damit ihr die CLV, die Customer Lifetime Value, erhöhen könnt. Das heißt, wenn ihr Verschleißprodukte habt, wo ihr euch ja vorstellen könnt, dass im Laufe der Zeit die Produkte kaputt gehen und ihr von vornherein Ersatzteile anbietet, erreicht ihr zwei Dinge. Zum einen Trust. Das heißt, sprecht eine Ersatzteilgarantie aus, wenn ihr sie aussprechen könnt. Der Kunde denkt sich also, okay, wenn das Produkt mal kaputt geht, innerhalb von 10 Jahren, 5 Jahren kriege ich dann noch Ersatzteile. Das schafft Vertrauen, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, kauft er denn tatsächlich oder sucht er Ersatzteile, landet er bei euch wieder erneut. Das heißt, er hat erneut einen Berührungspunkt mit euch in eurem Geschäft. Macht eine ganze Menge Sinn. Gibt es bei vielen BBG-Produkten, dass ihr Ersatzteile kaufen könnt? Finde ich ziemlich gut, weil bei vielen anderen vermisse ich das. Vielleicht das einmal als Idee zum Mitnehmen, denn oftmals reicht es ja auch, wenn ihr beim Lieferanten oder beim Hersteller anfragt, ob ihr Ersatzteile habt oder aber ihr baut euch euer eigenes Ersatzteillager auf. Ihr werdet über die Zeit hinweg auf eure Produkte Retouren haben, die in der Form nicht mehr verkäuflich sind, aber durchaus als Ersatzteilspender noch dienen können. Ja, dann kommen wir zu den ersten News über die Online-Marketing Rockstars. Ist ein Shitstorm eingebrochen, veranlasst durch die, ich mag sie nicht, MyDeals-User. Das ist aber auch eine widerliche Community. Ekelhaft. Ich habe, weil ein großer Händler, sehr gut mit Fabian Spielberger befreundet ist, ist das ein oder andere Mal echt die Füße stillgehalten über die Berichterstattung. Ich mag diese MyDeals-Plattform und die Community nicht. Aber jetzt erst zum einen, dann zum anderen. Offensichtlich ist OMR ein Fehler passiert, was zur Konsequenz hat, dass Amazon-Gutscheine nicht ausgezahlt werden, weil nach Ablauf der Aktion die Bewertung eines Software-Tools doch möglich war, führte dazu, dass das ganz, ganz viele tatsächlich an dieser Aktion teilgenommen haben und folgerichtig keine Auszahlung bekommen. Da sprang dann auch direkt so ein Winkeladvokat drauf an, Dr. Böse, so ist seine URL, und gab dann als Tipp, man sollte mal eine Auskunft nach im Rahmen der DSGVO stellen, dann bestätigt man Unternehmen, weil das einfach verdammt viel Arbeit ist. Und genau das ist der Punkt, warum ich diese fucking scheiß ekelhafte MyDeals-Community nicht haben kann. Schädigungsabsichten, Schädigungsaufrufe, Shitstorms wegen ganz normaler Fehler. Teilweise werden dort Gutscheinfehler ausgenutzt. Es wird zum Betrug angeleitet. Meine Güte, eigentlich müsste mal jemand ordentlichen Strafanzeige auch gegen die Betreiber erstatten, wegen der Förderung. Ich hatte seinerzeit schon mal prüfen lassen, ob eine Strafanzeige wegen Förderungsbetrugs oder so ähnlich, wenn sich der Tatbestand, möglich ist, sie war möglich. Mich ärgert das. Jetzt ist natürlich OMR und auch MyDeals in etwa auf einer identischen Augenhöhe. Nur Gnade Gott, das passiert nur kleinen Händlern. Gnade Gott.
Wenn ihr euch einmal die Reviews von OMR selber, dahinter steckt die RAM, die RAM 106 GmbH, sind die Fast-Pilot-Bewertungen in den Keller gegangen. Das ist so eine ekelhafte Art und Weise. Das ist im Übrigen das Gleiche, was ich auch verurteile, um das auch klar zu sagen, bei Modern Solution wegen der Berichterstattung, deren Reviews auch in den Keller gegangen. So ist es nicht okay. Finde ich also nicht gut. Und ich verstehe es nicht. Meine Güte, ist ein Fehler passiert. Warum muss denn jeder diese Fehler ausnutzen? Wenn ich mir dann überlege, ja, ich sag's, wie es ist, wie ich auch darüber nachdenke, wenn dann diese Deppen, die selbst ihr eigenes Leben nicht geregelt kriegen, es selbst voll von Fehler und Fehlentscheidungen ist, meinen dann die Fehler anderer Unternehmen ausnutzen zu müssen, das ist einfach eine widerliche Charaktereigenschaft, die ist niedrig, die ist ganz unten an der Grashalme angesiedelt. Das Schlimme ist, ein Fabian Spielberger fördert das und greift hier nicht ein. Schlimm, schlimm. Lässt tief blicken auch in seinen Charakter, ganz tief. Finde ich also alles in allem extremst ekelhaft. Aber lassen wir das dahingestellt sein. Ich hoffe, dass OMR sich davon erholen wird. Ich werde wahrscheinlich nachher auch noch was dazu schreiben, weil ich mir vorstellen kann, wenn das mal einem Händler passiert, meine Güte. Und ich meine, es ist ja solche ähnlichen Sachen, sind ja schon Händlern passiert. Dann wird man mit komischen Anfragen überzogen und dann gibt es Anwaltsbriefe bis zum geht nicht mehr. Also ich kann jedem nur empfehlen, haltet euch von diesen Drecksäcken, von dieser komischen Community ganz weit fern. Kann sein, dass ich so eine Abmahnung kassiere, irgendeine Äußerung, aber glaubt es mir, aus tiefstem Herzen empfinde ich eine Abneigung gegen dieses ekelhafte Verhalten. Das ist so weit weg von meinem Wertegerüst, das kann sich kein Mensch vorstellen. Gut, das zum Shitstorm gegen OMR. Ja, Walmart. So ist wohl bekannt geworden, kümmert sich gerade um eine eigene Cryptocurrency und vielleicht auch um ein paar NFTs, woran ist das festgemacht worden, und zwar deuten Markenanmeldungen, die in Amerika gesichtet worden, darauf hin. Springt man da auf einen Hype auf oder wird das ein Trend, der sich manifestiert? Es fällt mir ein bisschen schwer, das abzusehen, wenn so richtig hat sich die Kryptowährung als Währung nicht durchgesetzt. Das ist ein Spekulationsobjekt. Es dient als Mittel und Möglichkeit, große Geldbeträge zu verstecken. Aber dass es sich als Zahlungsmittel durchsetzen wird, wer weiß es. Und die nicht besetzbaren Tokens, kann ich mir schon eher vorstellen, dass diese sich durchsetzen werden. Aber ich glaube, hier ist es noch zumindest für den Handel oder Händler zu früh, sich intensiv hiermit zu beschäftigen. Bei den großen Buden wie Walmart kann ich es verstehen. Edeka versus Granini. Dort gibt es einen Rechtsstreit und die Ähnlichkeit der Flaschen. Hierzu hat meine geliebte Frau Heidi Kneller-Grohn gegenüber der Wirtschaftswoche ein Interview gegeben. Das findet ihr verlinkt unterhalb der News. Was ist hierbei interessant? Hierbei ist interessant ein recht schönes Sinnbild, was die Heidi gesagt hat. Wenn ihr euer Produkt und das, was ähnlich sein soll, eurer Oma zeigt und sie sagt, das sieht aber ähnlich auch aus, dann ist das auch meistens so. Und das vielleicht als Tipp, wenn ihr selbst irgendwo etwas entwickelt. Ein zweiter Aspekt ist der, wenn die Karte recht smarten Move gemacht hat, dann ihre eigene Newsletter-Liste dazu verwendet, ein privatrechtliches Gutachten zu erstellen. Und zwar hat es ein Bild von der eigenen Flasche, von der Granini-Flasche an die Verbraucher geschickt und gesagt, hört mal, wie seht ihr das? Ist das Ding ähnlich oder ist das Ding nicht ähnlich? Auch so könnt ihr im Übrigen mit eurer eigenen Newsletter-Liste durchaus Indizien schaffen. Klar, es ist nur begrenzt verwertbar innerhalb eines Gerichtsverfahrens, aber trotzdem ist es ein Indiz. Und ein recht smarter und darüber hinaus auch kostengünstiger Indiz. Der dritte Aspekt aus dem Gutachten ist der, dass viele Startups versäumen, ihre Marken, ihre Brands, aber auch ihre Geschmacksmuster, also ihre Designs zu schützen. Das ist auch ein Learning von meiner Frau. Die spricht auch im Übrigen meinem Erfahrungsschatz. Was wiederum bedeutet, dass ihr euch Gedanken darum machen solltet, vorher,
euer eigenes geistiges Eigentum zu schützen. Oder zumindest recht schnell. Ich meine, klar reden wir hier von einer Investition, aber das ist eine Investition, die sich auch lohnt. Nichts schlimmer, als wenn ihr erfolgreich im Geschäft steht und ihr werdet angegriffen. Und da gibt es ganz, ganz fiese Angriffe, die euch einen Haufen Probleme schaffen können. Wir denken nur an die ganzen Black Hat-Methoden rund um die Brand Registry bzw. den Brand Gating Fraud, den ihr von Amazon kennt. Ähnlich gibt es den ja auch bei eBay. Ja, eBay versus Amazon-Suche. Probiert es einmal selbst aus. Am Wochenende habe ich zwei Produkte gesucht. Einmal einen HP Color Laserdrucker mit WLAN. Den habe ich sowohl bei eBay wie auch bei Amazon gesucht. Macht euch selber einmal die Mühe, gebt beide Produktsuchen in die Plattformen ein und ihr werdet erschrocken sein. Zum einen, wie viel Produktvielfalt es bei eBay gibt, wie die Suchergebnisse dort sortiert sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite, welche Produkte ihr nicht findet und wie die Produkte bei Amazon sortiert sind. Das ist eine Faszination. Das gleiche habe ich dann auch noch einmal gemacht mit einem iPhone 13. Ich suchte ein iPhone 13 in Gold, bei eBay in Massen gefunden. Bei Amazon sah es sehr, sehr mau aus. Also iPhone 13 mit... der FG sagt, der Ton ist sehr schlecht. Das finde ich sehr spannend im Übrigen, dass der Ton schlecht sein soll. Ich habe nämlich tatsächlich diese komischen Dinger von Microsoft im Ohr und eigentlich habe ich die auch relativ laut. Na gut. Mal gucken, ob ich das noch umstellen kann. Aber nee, ich kann das nicht umstellen. Gut, nehme ich zur Kenntnis, dass der Ton schlecht ist, muss ich morgen besser machen. Danke im Übrigen für den Hinweis. Kommen wir zu den Suchen. iPhone 13. Die Conclusio in meinen Augen ist hier, dass trotzdem Amazon so weit die Nase vorne hat gegenüber eBay zeigt, und unterstreicht einmal wieder, was wichtig ist aus Verbrauchersicht. Das ist das Vertrauen auf eine reibungslose und geschützte Transaktion, auf ein gutes Einkaufserlebnis. Punkt. Meckert ihr also bei eBay, dass die Kunden komisch sind? Die sind genauso komisch bei Amazon, aber doch kriegen sie recht, bei euch kriegen sie nicht recht. Was passiert? Sie laufen weg von eBay, gehen zu Amazon. Bei Amazon meckert ihr, Amazon ist zu streng. Ja, kann ich nur mit den Schultern zucken, ne? Ich meine, es ist, wie es ist. Darauf legt der Verbraucher Wert. Meine These ist ja die, bei eBay sind die Produkte billiger und bei eBay gibt es mehr Produkte. Würde ich also irgendetwas suchen, würde ich lieber erstmal bei eBay schauen. Warum? Dort finde ich das Produkt billiger und garantiert in zig mehr Ausführungen als bei Amazon. Hat also zur Konsequenz, dass ich eigentlich bei eBay kaufen müsste. Warum tut das der Verbraucher nicht? Der tut es deshalb nicht, weil er sich schlicht und ergreifend bei Amazon besser aufgehoben fühlt. Ist auch mein Verhalten ganz klar. Hatte ich eine Diskussion über Weihnachten mit meinem digitalen Whiteboard von Samsung und auch mit meinem PC, mit meinem Studio 2. Da habe ich gar nicht die Eier in der Hose, das Ding bei eBay zu kaufen, weil ich Schiss habe, dass ich irgendein Theater habe mit dem allerliebsten Händler. Das gleiche Theater hatte ich bei Amazon auch, aber bei Amazon hat es besser geklappt, das wieder zu lösen. Da gab es kein Theater. Da war das auch mit der Abbuchung, mit der Zahlung einfach. Ich meine, als ich das hier in den PC gekauft habe, hätte erst zahlen müssen, beziehungsweise die Abbuchung hätte erst stattgefunden, dann, wenn das Ding mir auch geliefert worden wäre. Das ist halt eine andere Baustelle. Das ist das anders halt als tatsächlich bei eBay. Und das schafft Vertrauen. Ja, jetzt gucke ich mal, ob das war mit den News. Ja, das war es doch mal soweit mit den News. Eine Sache. Noch zum Schluss, die steht nirgendwo in eigener Sache. Am Freitag habe ich eine einstweilige Verfügung nach einer schriftlichen Verhandlung gegen die Modern Solution GmbH und Co. KG wegen ihrer Berichterstattung zum Datenleck erhalten, erwirkt. Und zwar hat Modern Solution auf ihren Seiten eine Stellungnahme abgegeben, die enthält unter anderem sinngemäß die Behauptung, dass ein perfides Lügenkonstrukt veröffentlicht habe und dass ich unter anderem falsch die Öffentlichkeit informiere. Das ist der Firma Modern Solution GmbH und Co. KG untersagt worden, weil ich hinreichend glaubhaft machen und darlegen konnte und das Gericht überzeugen konnte, dass dem in der Tat nicht so ist und dass die von mir behaupteten Tatsachen tatsächlich auch wahr sind.
Gleichzeitig hat das dazu geführt, dass gegen die Firma Modern Solution GmbH und Co. KG eine Strafanzeige erstattet worden ist, wegen falscher Abgabe einer eines staatlichen Versicherung. Das wird also für die Firma Modern Solution noch ein Nachspiel haben. Mich freut, dass das das Gericht in dieser Form entschieden hat, denn tatsächlich fühle ich mich hier doch schon in einem hohen Maße angegriffen. Ich glaube, ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich nichts umdeute, sondern die Sachen so berichte, wie ich sie berichte. Sollte mir mal ein Fehler passieren, vor dem bin ich ja nicht gefeit, hoffe ich, dass ich eine Einsicht habe und den dann auch gerade stelle. Aber dass ich im Rahmen des Modern Solution Datenlecks das Unternehmen, im Namen des Modern Solution Datenlecks die Öffentlichkeit falsch informiert habe oder dass ich hier irgendetwas informiert habe, was die Bezeichnung perfides Lügenkonstrukt gerechtfertigt, das ist definitiv ein Umstand, gegen den ich mich gewehrt habe und wo ich auch obsiegt habe. Für Modern Solution besteht ja trotzdem die Möglichkeit, gegen diese einseitige Verfügung Widerspruch einzulegen. Und wir müssten, sofern wir keine Abschlusserklärung halten, sie dann auffordern. Sofern wir keine Abschlusserklärung erhalten, müssen wir die Hauptsacheklage erheben. Entweder das eine oder das andere wird wohl passieren. Jedenfalls werde ich für mich denn dann auch im Zweifelsfall eine Hauptsacheklageweg gehen wollen. Was aus der Strafanzeige werden wird, wissen wir nicht. Das ist, glaube ich, nicht die einzige, die gegen den Modern Solution erstattet worden ist. Ich glaube, da haben wir, glaube ich, zwei oder drei schon in der Welt. Muss man halt einfach schauen. Der Vollständigkeit halber, ich bin auch für den Modern Solution angezeigt worden wegen Datenhehlerei. Das Verfahren läuft. Ich habe keine Ahnung, wie da der Status ist. Jedenfalls ist bisweilen noch keine Anklage erhoben worden. Ich hoffe eigentlich auf eine Einstellung. So, das zur Vollständigkeit halber. Ansonsten wünsche ich euch den geilsten Start in dieser Welt in die neue Woche nach einem unfassbar großartigen Reibach. Und wenn der Ton nach wie vor so schlecht ist, es tut mir unfassbar leid. Morgen werde ich denn dann mal hier mit den Kopfhörern versuchen. Ja, leider ist irgendwie die Frontkamera heute nicht so, wie ich will, von meinem Studio 2. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Trotz alledem, habt einen geilen Tag. Bis morgen.